Jeden Morgen habe ich die Ehre, neben meinem Zimmerkollegen Philipp das Licht der Welt zu erblicken. Nachdem ich mich im Bad fertig gemacht habe, ging es direkt zur Uni. Ich studiere an der National University of Singapore für mein Auslandssemester. Da ich off-campus lebe, pendle ich jeden Tag einiges in der Gegend rum. Von Boon Lay geht's erst nach Clementi mit der MRT, der Metro und dann weiter mit dem Bus Richtung Campus. Den öffentlichen Nahverkehr kann man recht günstig für Einzelfahrten benutzen. Die Fahrt hat ein bisschen über 1 Euro gekostet. Ich freue mich dann jedes Mal wieder, durch den Campus zu laufen, weil der einfach so schön ist. Man merkt wirklich, dass sehr viel Geld in die Campus-Instandhaltung fließt. Mein Ziel war das Tembusu College, wo ich gefrühstückt habe. Heute gab es für mich asiatische Nudeln mit Tofu, 2 Donuts, einen Kaba, ein Wasser und noch Toast mit Peanut Butter and Jelly. Dort sitzen alle Bewohner und Gäste des Colleges in einer großen Halle und es wird gemeinsam gespeist. Gestärkt ging es für mich weiter nach U-Town Richtung Science Faculty, wo ich als Mathematikstudent alle meine Vorlesungen habe. Ich habe den universitätseigenen Busservice genommen und bin dann weiter in die Nähe meines Vorlesungsraums gegangen, um noch etwas zu arbeiten. Wir haben gerade Oktober, hier in Singapur ist es aber ganzjährig warmes und schwüles Tropenklima, weshalb man sehr gut draußen lernen kann. Das ist aber alles mit Vorsicht zu genießen. Oftmals ziehe ich dann doch den Air-Conditioned Study Room vor, weil es dann doch mit der Zeit einfach zu heiß wird. Nach etwas Arbeit habe ich mich dann zum Lecture Theater 31 aufgemacht, wo meine Vorlesung stattfindet. Davor noch kurz die Wasserflasche aufgefüllt, wie immer. Die Automaten gibt's überall auf dem Campus. Dann standen 1,5 Stunden Vorlesung in einem unterkühlten Saal vor einem. Mit meinen Vorlesungen hier bin ich aber bisher recht zufrieden. Ich hatte 30 Minuten Pause bis zur nächsten Lecture, deshalb wurde kurz die nahegelegene Frontier Canteen ausgecheckt. Diesmal wurde beim Japaner eingekehrt, einer meiner Lieblinge hier auf dem Campus. Beladen mit der guten Kost durfte ich dann mein Essen genießen. Und schon ging es wieder zurück zur zweiten Vorlesung. Die war im gleichen Vorlesungsraum wie eben. Die Lecture Theaters hier sind generell sehr gut ausgestattet. Ich habe natürlich wie immer schön brav aufgepasst. Jetzt hatte ich meine Vorlesung endlich überstanden und wollte direkt im Anschluss auf die andere Seite vom Campus zur Business School. Dort habe ich mich noch mit 2 Freunden verabredet, um zu lernen. Ich bin zuerst angekommen und habe bereits gut was schaffen können. Dort gibt's Kapseln, in denen man recht gut abgeschottet ist. Dann sind die beiden, Luca und Winston, erschienen und der Grind ging gemeinsam weiter. Bei wunderschönem Wetter ging es dann allein wieder mal mit dem Bus Richtung University Sports Center, kurz USC, für ein bisschen Sport. Den Abschluss bin ich dann noch etwas zu Fuß gelaufen, weil das Wetter so schön war und sich der Campus von seiner besten Seite gezeigt hat. Beim USC dann habe ich mich fürs Fitnesstraining umgezogen. Vor dem Training warte ich immer noch ganz gerne auf der Tribüne und schaue zu, was gerade so im Schwimmbecken vor sich geht. Ich bin dann noch mit ein paar anderen Exchangers zum NUS Field gegangen, der Freisportanlage der NUS. Sport an der NUS hier ist generell echt mega. Von unserem Training habe ich noch das Ende aufgenommen, wo wir uns ein bisschen gestretched haben. Nach einer anstrengenden Einheit sind wir dann wieder zum USC gegangen, um kurz zu duschen. Von dort haben wir uns dann noch zu Fuß nach U-Town aufgemacht, weil wir uns noch zur Belohnung eine Waffel vom Super Snacks genehmigen wollten. Das ist jetzt auch schon quasi zur Fitnessroutine dazugekommen. Und die Waffeln dort sind unfassbar gut. Allein wegen diesen Waffeln sollte man eigentlich schon den Austausch hier machen. Wir haben dann noch gemeinsam die Waffeln genossen. Fürs Abendessen bin ich dann noch über den dunklen U-Town Campus ins Tembusu College gegangen. Essen war dort wie immer fein und dazu gab es auch noch ein Kokosnusswasser. Als einer der letzten habe ich die große Halle verlassen und dann ging es wieder auf den Heimweg. Wieder mit dem Bus und der MRT, bis ich dann wieder im guten alten Boon Lay angekommen bin, wo dann noch zu Fuß heimspaziert wurde. Zu Hause wurde dann noch ein bisschen gechillt und dann Bettgeh fertig gemacht. Ich hoffe, dir hat der Einblick in meinen Tag hier in Singapur gefallen. Wenn dem so ist, dann lass gerne einen Daumen nach oben da und abonnier den Kanal für mehr. Mach's gut und bis bald.